Und willkommen zurück. Ja, wir sind gerade noch dabei, hier vorne eben... Oh. Ja, kommt da ein bisschen Bodendecker hin. Und am Park noch... hier ein bisschen zu verschönern. Zumindest behaupten wir, dass er dadurch schöner wird. Aha, das funktioniert also. Gut. So, jetzt lassen wir auch die Zeit einfach mal wieder ein bisschen laufen. Ja, und wollen noch mal eben kurz nachgucken. Dekoration. Okay. Gehen wir eben weg. Ja, Details. Hangar, Pavillons. Pavillons haben halt den Vorteil. Einen Moment, kleine Pause müssen wir hier mal machen. Ja, ja, wenn man mal wieder vergisst, alles richtig vorzubereiten und dementsprechend kein... ja, Klingel und so ganz Kram. Ja, kennt ihr ja, falls ihr auch aufnehmt. So, ich wollte mal kurz gucken. Torbögen. Vordach, Heckenbogen. Keine Ahnung, macht's das schöner? Ah, ich weiß auch, es gab doch auch, glaube ich, das Tor. Macht's das schöner? Und vor allem die andere Frage, kommen unsere Leute überhaupt noch durch? Ja. Okay. Also. Aktion. Wir machen jetzt Aktion. Mach das Ding schön. Dann machen wir gerade Folgendes. Wir bauen. So, und dann kommt jetzt hier eine Tür rein. Und dann kriegt das Ganze... Ah, ist eigentlich ganz cool. So, dann bräuchten wir jetzt eigentlich nur noch ein Dach. Ne, als erstes brauchen wir hinten vielleicht nochmal eine Wand. So, wir hatten ja doch Dächer. Halb schräg, schräg. Jetzt wird es gar nicht mehr allzu hässlich da angenommen. Also ist jetzt ja nicht gerade schön, was ich da gebaut habe, aber... Ja, wie heißt das so schön? Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. So, jetzt haben wir auch schon Februar. Und auch schon fast März. Jetzt könnten wir eigentlich mal kurz nachgucken. Was sagen denn die Leute über unseren Park? Der Eintrittspreis ist echt in Ordnung. Keine Fahrgeschäfte, mittlere hohe Intensität... okay. Gut. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist, wir verdoppeln mal eben den Eintrittspreis. So. Dann gehen wir eben hier auch kurz zu unserem Buden. Ist das Geld echt wert? Achso, ja. Ich hatte ja auch, glaube ich, die Preise schon erhöht, ne? Brezeln, ist das Geld echt wert?
dazu sagt niemand was. Okay. Okay, also ich glaube, wir brauchen noch ein, zwei Fahrgeschäfte. Und zwar könnten wir jetzt eigentlich eins bauen. Was haben wir noch nicht? Das Riesenrad. Ja, das Riesenrad. Geil, das passt ja sogar noch rein, ne? So, muss man kurz gucken. Und dann kriegt das natürlich noch. Was haben wir denn hier? Musik. Runden eine. Oh, ist in Ordnung. Ja, wo wir jetzt natürlich hier gleich ein Problem kriegen werden. Das kann ich euch wahrscheinlich jetzt schon wieder sagen. Okay, kriegen wir jetzt gerade noch nicht. Aber ich sehe es jetzt schon. Oh, weißt du was? Wir machen das anders. Hecke. So, einfach mal als Sichtschutz. Oh, ich habe gerade noch eine gute Idee. Wir bauen uns hier vorne noch wieder Läden hin. Burgerladen. Fruchtsaft. Brezeln. So. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. So, dann kommen da auch unsere neuen Buden hin. Und ich möchte... Wir haben ja vorne noch massig Platz. Und wir haben auch noch Geld. Dann wollen wir doch jetzt... Also noch eine Achterbahn brauchen wir wahrscheinlich nicht. Bauen wir doch eine gemütliche Floßfahrt. 2, 3, 4, 5, 6... Ah, müssen wir gleich auch irgendwas Schönes bauen. So. So, Einstellung. Boah. Ach so. Mhm. Kurz hier natürlich noch einen Weg hinbauen. Achso. 3, 4, 5, 6. Oh, wir werden mal eben fix die Hecke weiterbauen. Gut. 120 Leute schon im Park, das ist doch wunderbar. Das hier wird gleich alles noch ein bisschen... Kurz gucken. Dann ist der Eingang hier.
Ausgang ist da. Und zwar ist meine Idee gerade die folgende. Mal gucken. Geht denn das? Ja, das geht. Twist haben wir auch noch nicht gebaut. So, kurz das Wichtigste, bevor ich das vergesse. Die ganze Sicht weg. Öffnen. Eröffnen. Hier vorne bauen wir auch noch mal eben kurz. Nee. Jetzt haben wir ja wieder einen schönen Teil des Parks, den wir vielleicht auch noch ein bisschen verschönern können. Und wir hätten hier immer noch genug Platz für eine andere Achterbahn. Nur um das eben kurz festzuhalten. Dekoration. Ja. Was haben wir denn noch? Aha. Warte mal ganz kurz. Geht das echt so? Ich möchte einfach das mal eben einmal testen. Dann bauen wir jetzt hier. Geil. Sie sehen es nicht mehr und dementsprechend realisieren sie es nicht. Ah, nicht Viertel. Dach. Flach. Gut, dann kommen jetzt erstmal wieder ein paar wichtige Sachen, und zwar einerseits Bänke. Dann kommen Mülleimer. So, hier vorne, was haben wir denn? Details, Dachgauben. Guck, hier vorne ist es sogar schon ein bisschen schön. Dann kommt als erstes mal eben kurz Hecke. Mal einmal ganz kurz hier so. Ah, da weiß ich noch nicht so ganz, was ich da machen möchte.
Das muss ich mir in der Tat noch überlegen. So langsam sehe ich aber, dass ich hier doch leichte Geldprobleme habe. Das heißt, ne, ich habe noch 7000. Preis ist echt in Ordnung. Okay, das heißt, wir können erstmal mal 260 drauf. So. Gehen wir eben einmal ganz kurz die Karussells durch. Ist Geld echt wert? 1,90. Ja, was ich gesagt habe, ne? Ich vergesse garantiert, Sachen zu öffnen. Ich hoffe, Riesenfall was sag ich doch noch eine Runde? Okay. So, aber das Ziel ist jetzt natürlich auch mal. Okay, warte verfügbaren Arbeiter. Moment, haben. Geht doch. Was gab's überhaupt? Lieferengpass bei Brezeln, Spiel speichern. Eigentlich, das fand ich eigentlich ganz cool, das bei den Ausgängen zu platzieren. Ja, weißt du was? Wir ziehen hier doch einfach mal das Hackenseam diesmal durch. Yay, ja, und wir haben das Ziel abgeschlossen. Ja, aber jetzt sind wir ja gerade noch mitten dabei. Genau, also was. Ja, das hört auch, glaube ich, irgendwann wieder auf.
Oh, jetzt mal kurz gucken. Gibt es denn hier zu unseren Weiberfahren? Ah. Gibt es keine Infos zu. Gut, immer wurde das Ding da schon repariert. Mal gucken, wie sieht denn das überhaupt aus? So, gucken wir uns nochmal die Statistiken an. $272 Verlust. Das kommt, glaube ich, weil da erstmal die ganzen Waren gekauft wurden dafür, ne? Deko. Den hier. Ah, ich weiß, ich bin eigentlich fertig, aber ich muss diesen Park jetzt ja zumindest so halbwegs bauen. Ich meine, das Krasse ist, wir machen immer noch pro Monat miese. Parkeintritt ist in Ordnung. Ordnung, ich habe genug von diesem Park. Kaufzeit war super. Ist das Geld echt wert? Geld echt wert. Okay, der repariert das. So, was sagen wir zum Riesenrad? Okay, Minier. Aber ich hätte ja eigentlich ganz gern Twister, Geld echt wert. Das heißt, können wir auch mal 30 Cent teurer machen. Ah, und schon ist das repariert. Ja, wie gesagt, man kann halt leider gerade nicht im Ego-Modus mitfahren. Da gab es ja wohl mal Mods zu und die werden wohl auch wieder dazu kommen. Ah, wir kommen auch nicht ins Plus. Also wenn ich jetzt mal eben die Zeit schnell weiterlaufen lasse, kommen wir noch immer nicht ins Plus. Möchte ich sonst mal eben kurz gucken, wenn ich jetzt mal einen Monat lang nichts mache. Okay.
Das ist aber super. Okay. Jemand hat Twister im Radio erwähnt. Dieses Fahrgeschäft wird für eine Weile mehr Besucher haben. Das ist gut. Boah. Ich möchte eigentlich nur gucken, wie sieht denn jetzt gleich die Bilanz aus. Wenn ich jetzt mal einen Monat lang... Ich habe jetzt ja ein bisschen was an den Preisen gemacht und so. Ja. Minimaler Gewinn. Und davon kannst du auch keinen neuen Park bauen oder den Park wirklich ausbauen. Mini-Achterbahn-Status. Na gut, dann soll es hier aber erstmal den Park gewesen sein. Also wir haben hier, glaube ich, schon einiges gesehen, was wir gut gemacht haben. Einiges gesehen, was wir wahrscheinlich auch nicht so gut gemacht haben. Achso, ja, hier kann man sonst auch die Preise, glaube ich, direkt... Und dann kommt man direkt zu den Fahrgeschäften, ohne da... zu denen hinzugehen. Tja, nach Gewinn im letzten Monat. Ja gut, Toiletten ist ja klar. Ah, vielleicht waren das auch zu viele Buden. Gut, das soll aber hier, glaube ich, erstmal für den Park genügen. Wir speichern den einfach mal. Und gehen dann ins Hauptmenü. Genau, eigentlich würde jetzt hier eine Animation kommen, dass wir halt das Chained Airfield freigeschaltet haben. Und das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich erstmal für eure Interesse und sage bis dahin.